Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von F1 2019 zusammen mit Jan. Hi. Hi. Regen im Rennen. Ach, schon richtig wieder. Doller Regen ich sogar. Seh's. Okay Leute, ich habe ein, zwei Sachen zu sagen. Erstens, ich bin gerade im Sonntagsoutfit. Wir haben gerade draußen gegrillt und deswegen habe ich jetzt so ein Kack-T-Shirt an, habe meine Haare nicht mehr gemacht, kann mir aber auch keine Cap aufziehen, weil ich dieses geile Headset immer noch habe. Und mein Mikrofon knackst. Geil, oder? Alter, mega. Ja, ich kann aber nichts dafür. Ich hoffe, man versteht mich trotzdem. Ich habe schon ein neues Kabel bestellt. Ja, aber jetzt gerade für die Aufnahme, wir müssen vorproduzieren. Jetzt gerade für die Aufnahme ist es halt nervig, aber ich kann, selbst wenn ich es ausstecke, funktioniert es manchmal trotzdem immer noch nicht. Und während des Rennens oder Qualifyings oder was auch immer, kann ich auch nicht die ganze Zeit hier Kabel rein raus. Also, ja. Sorry, aber tut mir leid. So, kleine Information zur Strecke. Wir haben ja eigentlich gedacht, oder ich habe zumindest gedacht, dass es erst Österreich kommt, aber nein, Frankreich kommt ja, genau. Erst. Und wir kennen beide Frankreich nicht so sehr. Das liegt natürlich auch daran, dass es erst seit letztem Jahr wieder im Rennkalender mit dabei ist. Und dementsprechend sind wir beide, ich bin glaube ich erst ein oder zwei Rennen da drauf gefahren und habe jetzt natürlich also ein bisschen probiert, aber nicht viel. Ich bin zu 100% nur ein Rennen gefahren, das war mit Red Bull. Und sonst gar nicht. Also ja. Ich bin auch nicht wirklich Test gefahren vorher jetzt. Ich habe keinen Plan. Kann ich dir nicht sagen, wie die Strecke funktioniert. Und ich muss auch sagen, also nicht nur, dass wir die Strecke nicht gut kennen, ich finde sie auch richtig scheiße, muss ich sagen. Also es ist nicht ja, so risikoreich, weil die ja, da ist keine Bande, ja. Relativ weit weg sind. Und es gibt auch kein Kiesbett. Das sind schon mal positive Sachen. Aber ansonsten habe ich das Gefühl, Leute, die sich diese Strecke ausgedacht haben, haben so richtig random diese Kurven einfach gesetzt und die Strecke ist einfach, die hat keinen Flow, es ist einfach so. Irgendwo so, ja, hier eine Kurve, hier eine Kurve, ja, da. Das einzige Gute an der Strecke in der Kombination mit unserem Auto ist, dass sie relativ lange Geraden hat. Ja, das habe ich auch gesehen, das habe ich gesehen. Ja, stimmt. Aber sonst weiß ich es nicht, was hier so abgeht. Keine Ahnung, Leute, es wird nicht. Der Funk so knackt. Cool. Ja. So, also wir können auch die Reifen verheizen, weil wir sowieso wahrscheinlich auf blauen Reifen starten werden sogar. Also von dem her alles rauspowern, das was stimmt, geht. Das stimmt. Wenn ja schon in Kanada ganz viel Regen und jetzt geht's hier weiter. Ich Leute, schaut auf wir jeden davor Fall. Auch schon mal Regen? Ja, ja, Australien ja zum Beispiel. Nur ein bisschen erwarten wir. Schaut auf jeden Fall bei beiden Kanälen vorbei, Leute, um dieses geile Regenrennen plus Qualifying aus zwei Sichten zu sehen. Einfach rechts oben beim i der jeweils andere verlinkt oder Videobeschreibung oder was auch immer. Du bist Dritter auf dem Temporadar. Mit 8 km/h. 308. Jetzt bist du Vierter, ja du. Alter. Ja, die Guten sind also nicht gefahren. Ha. Ich bin ja auch noch nicht richtig gefahren. Yeah. Egal, mal eine schnelle Runde. Jetzt fährst du ja richtig. Findest du geil, die Strecke? Langsam. Nee, die ist richtig scheiße. So eine Scheiße hier. Ja, Leute. Super Sache für junge Leute. Aber du bist ja sowieso krasser Formel 1 Fahrer. Wieso? Also wenn du mal nicht rausfliegst, bist du ungefähr mal 12 Minuten schneller als alle anderen. Auch als du, oder wie? Ja. Okay. Aber ja, das liegt einfach auch daran, dass ich natürlich nee, aber ja. Motivationslied habe. Ja, das Motivationslied habe ich heute auch gehört. Bettina! Mike hat es mir einfach geklaut. Ja, ich muss ja, wir sind ja in einem Theater. Ah, verdammt. Verdammt! Testenbeisteller. Ich dachte, ich könnte irgendwie was mit 1,38 hoch schaffen. Hä? Aber wahrscheinlich. Ja, das wäre ja eine Sekunde schneller ungefähr. Und jetzt habe ich 1,34 hoch. Du hast gesagt, ich habe gehofft, ich konnte 1,38 hoch schaffen. 1,33. Digga, ich dachte so, hä? Ist der doof? Ja, ich meine 1,33. Ja, yeah, oder? Aber das wäre eine Sekunde schneller, ich weiß nicht, ob ich das hinkrieg. Nee. Aber ja doch. Ja, nee, nee, ja doch. Ja, nee. Ja. Das ist sowieso alles eine Lüge.
schnell Reifen aufwärmen. Scheiß auf die Reifen, die können so viel Verbrauch. Ich mache gleich mit einer richtig wenig Sprit mache ich gleich nochmal eine Runde. Geil. Okay, in der Box sollte man auf jeden Fall nicht oft sein. Warum das? 60 km/h beschränkt. Alter. Die ist ja auf den meisten Strecken, zum Beispiel Kanada oder so, ist die ja glaube ich auf 80. Das kostet also nochmal mehr Zeit. Wie lang die jetzt ist, weiß ich nicht, aber bestimmt auch nicht so mega kurz. Für diese ultra geile Strecke. Was ich gut finde, oh, ich habe was zusammengefahren, sorry. Die ist gar nicht so eng in den Kurven. Also, du kannst auch in den Kurven, habe ich so das Gefühl, relativ gut überholen. Also, du hast relativ viel Platz. Ja, du musst die meisten Kurven ja richtig häselig fahren. Ich weiß, aber du hast relativ Platz, finde ich gerade. Also, ich werde es im Rennen erst sehen, aber. Ja, brauch auch den Platz, das ist ja das Ding auf dieser Strecke, weil du halt wirklich von ganz rechts nach ganz links in jeder Kurve fährst, weil die so ekelhaft langsam sind. Links, rechts, oben, unten. So halt so mittlere Dings, weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß tatsächlich, was du meinst, aber. Die sind halt so scheiße, diese Kurven. Oh Gott. Die sind auch relativ lang gezogen, mal die meisten, ne? Ja, das ist das ja das. Das ist so Problem. Nervig, weil du musst immer so Halbgas fahren. So ja, und immer so zwischen 7, Bremsen und Gas und. 12/20 musst du so fahren ungefähr. Oh scheiße. Vorderradbremsdings. Oh ja, danke. Du hast mir so geholfen. Hätte ich dir nicht sagen. Du hast mir gerade so geholfen. Ich bin jetzt direkt 17. Okay, jetzt fahre ich meine Schnelle. Vor mir ist Norris. Oh, jetzt direkt 3 Sekunden schneller. Ja, oder? Oder? Oh. Nee, ich hatte gerade einen roten Sektor. Nice. Erster lila, zweiter rot. Nur noch ganz knapp rot. Oh, ich bin rot. Echt? Was ist das Spiel? Alter, die Kurven sind schon häselig. Ah, ich weiß. Wenn man gerade so Renntempo fährt, dann sind sie schon häselig. Vor allem bin ich ja nur so. Ich habe das gerade nicht verbessert. Vor allem bin ich ja nur so lahmarschiges Tempo gefahren. Aber jetzt Renntempo sind sie schon häselig, da hast du schon recht. Ist da ein Unterschied? Nee. Wenn du langsam fährst, ist es kein Unterschied. Nein, ich dachte zwischen deinem Langsamfahren und deinem Renntempo. Alter. Ach ja, geil. Ich hasse Norris. Boxenst du? Ich habe einen Frontflügelschaden. Ich kick ihn weg. Ich habe ihn ultra weggekickt. Nein! Okay, ich werde so eine schlechte Zeit fahren. Echt? Mit einem Frontflügelschaden fährst du keine Bestzeit? Digga, komme ich aus den Kurven raus. Das ist ja so häslich. Aber Norris hat gar keinen Platz gemacht und ich bin ihm einfach. Ich bin so lange drauf gefahren, bis ich ihn weggeschoben habe dadurch. Bei dieser Art von Kurven, wenn man da einen Frontflügelschaden hat, macht das richtig was. Lol, anderes. Ich bin Dritter mit dieser häslichen Zeit. Was hast du denn für eine häsliche Zeit? 1,35,7. Als Dritter. Also mit meinem Frontflügel. Dritter! Das ist ja gerade richtig krass. Du bist so gut auf dieser Strecke. Wenn ich die jetzt normal gefahren wäre, dann wäre ich safe genauso schnell wie du. Nee, 3 Sekunden schneller. Ich weiß nicht, ob ich nochmal fahre. Weiß aber nicht, wo geht's denn hier in die Box? Ah, hier. Auf der Geraden geht's erst in die Box. Das ist so. Oh mein Gott, die Boxenalpha hatte ich am kaputten Frontflügel. Nice! Die Boxen einfach, das ist so hässlich. Ist ja noch beschissener als in Aserbaidschan oder so. Hä, bist du eigentlich jetzt schon zweimal gefahren? Ja, zweimal gefahren, aber meine Zeitrunde war schlecht. Alter. Fährst du nochmal? Schon, oder? Also ich fahr nochmal, würde ich sagen. Ich hatte hier gerade eben so einen komischen Sound, ja, ich fahr nochmal. Boah, ich fand das aber so lustig. Knackst dich eigentlich übrigens? Bisschen, ja, immer mal wieder. Ich fand das so lustig, wie Norris hat einfach keinen Platz gemacht. Alter, vor allem in der Kurve. Was in der Box. Vor allem in der Kurve. Und ich war auch richtig schnell.
Und ich habe ihn einfach so lang gerammt. Ich habe hier komische Geräusche in der Box. Vielleicht bin auch ich das. Ja, okay, ja, du wärst schneller gewesen als ich. Alter, deutlich schneller. Deutlich schneller. Echt? Wieso? Ja, du bist. Zweiten Sektor bist du. Alter, die ungefähr Box. Ein Zehntel schneller und im ersten Sektor bist du einfach. Eine halbe Sekunde. Einfach so. Digga, das klang ganz so dumm. Sorry. Einfach bin ich halt im dritten Sektor, bin ich halt über eine Sekunde schneller, aber das liegt halt. Ja, ja, weil Norris da war, was ein Spaß. Weil. Na, eineinhalb Sekunden. Ja. Alter, ich hoffe so auf eine 1-Stop. Ich hätte gar keinen Bock, hier öfter an die Box zu gehen. 60 km/h fährt man. Die Länge ist auch gar nicht so kurz. Und die Boxeneinfahrt ist ultra häselig. Wie viele sind gerade draußen? Gar keiner. Ja, dann fahr ich raus. Ja, ich fahr auch. Der Frontflügel ist ja instant repariert, ne? Ja. Doch, oder? Ja. Fertig. Ich hoffe, die holen mich jetzt eher raus. Gar keine Lust hinter dir herzufahren. Weil ich so langsam bin. Alter, erwartet. Ich glaube, du fährst als erstes. Meiner erwartet. Du bist gerade vor mir gefahren. Was? Ich fahr jetzt erst. Ja. Du bist jetzt gerade zweimal mir vorbei. Aber du bist auf jeden Fall vor mir. Ja, ja, ich weiß. Ja, ja. Das ist normal, oder? Junge, wie langsam. Ich hab gar kein. Ich hätte. Eigentlich würde ich so eine 6 stoppen. Achtung, Break-Test. Ich würde so eine 6-Stop machen. Aber du bist halt einfach auch besser gefahren, weil ich die Vorderradbremskraftverteilung in der schnellen Runde bei mir erst umgestellt habe. Das war richtig dumm, da habe ich so viel Zeit verloren. Aber wie viel hast du denn eigentlich? Ja, das sag ich dir nicht. 68% jetzt. Okay. Vorher war es auf 60. Ja, was nicht cool ist, dass die jetzt alle rausfahren. Vor allem wahrscheinlich auch in unser schneller. Nee, das ist perfekt so. Ja, dass die uns alle schön ausbremsen, richtig nice. Okay. Boah, da hab ich so viel Bock drauf. Links, rechts. Oben, jetzt. Unten. Oh. Fahr ein bisschen schneller. Wer haben meine Reifen und meine Bremsen? So, ja, was ist das für ein Spaß vor mir, ey. Ich wärme auch alles auf. Sogar meine so schon heiß genug, Break. Ich muss gar nicht aufwärmen. Aha. Boah, du hast sogar gelbe Flagge, du Arsch. Ja, weil ich bremse. Mann, ja, vor dir ist keiner. Gleich kommen die genau zu mir raus, weil du so langsam gefahren bist. Ey, ich box dich so weg im Rennen, wenn das jetzt passiert. So, du bist doch so weit vorne. Ich dachte, du wolltest im Mittelfeld starten. Ja, ich würde echt gern von Platz 12 starten. Ja, im Regen ist es geil, habe ich gehört. Von wem? Von Micha? Ja, genau. Der spielt das ja tatsächlich auch, aber ohne uns. Ohne uns. Das finde ich so dreist. Alter, da war so viel Platz hier, ey. Ja, ja, das freut mich gerade extrem. Die fahren jetzt raus. Siehst du, jetzt fahren sie raus. Ja, ich habe es perfekt geteilt. Ich die Fresse, Mann. Boah, ich bin jetzt schon 3 Sekunden schneller. Das liegt alles an meinem fahrerischen Können. Ja, ja. Oh, war das schlecht. Benzin. 2 Runden mit dem Benzin. Oh, wie gut ich bin. Oh, roter Sektor, geil. Hast du so wirklich? Nein. Schade. Eine halbe Sekunde schneller als vorher. Ja, ich werde dich trotzdem einholen. Lila Sektor, aha, Bitches. Aha. Kannst gleich sehen, wie schnell meine Runde ist. Alter. Ja, du kannst sehen, dass ich dich dann trotzdem überhole. Ich weiß. Das ist nicht geil. Finde ich richtig cool. Ich weiß.
Dann bin ich ja jetzt mal gespannt, ob du das schaffst. Oh, das, also meine Zielzeit habe ich tatsächlich doch noch geschafft. Krass. Ja, 1,33 hoch. Ah, du hast 1,33 Mitte geschafft. Oh, ja. So geil. Cut. So, Leute, erster und zweiter, diesmal in einer anderen Reihenfolge. Mike ist auf Platz 1, ich bin auf Platz 2. 2 Sekunden schneller als Gasly. Alter, was geht hier denn ab? Das ist ein Hack. Aber das Qualifying ist meistens. Meistens krasser. Krasser, ja. Ja, Schnodder. Und jetzt der krasse Regen. Oh, gar kein Lust. Das wird richtig scheiße. Ja, wobei, wenn wir uns vorne halten, können wir die halt ultra damit ausbremsen, ne? Ich weiß, wow, immer, wir fahren sogar durch. Das, was ist das? Ja, dass du immer auf Regen richtig scheiße fährst, weiß ich. Ja, das stimmt tatsächlich. Ich mag deswegen habe ich Angst, weil ich meistens auf Regen ein bisschen schneller fahre als du. Ja, ist ja toll für dich. So, also, fahr aber Regen wird irgendwann aufhören. Also, wahrscheinlich werden wir von Regenreifen auf Intermediate wechseln und von dann am Ende noch einmal Trockenreifen fahren. Nee, glaube ich nicht. Denke ich schon, dass trocken nicht, wird. Also Intermediate kann sein, aber trocken nicht. Oder ich finde es richtig gut, dass wir Doppelblau in der Strategie haben. Ja, die Strategie geht nicht auf die Wetteränderung drauf ein. Wie war das Losfahren? Oh Gott! Bist du mir drauf gefahren? Nein, ich stell nicht. Alles hoch schon mal. Wieso okay. Stellst du jetzt alles so hoch? So, ja. Ich dachte, ich werde jetzt gleich zurückgesetzt. Ich werde ungefähr so, das ist mein Renntempo. Schneller kann ich nicht fahren. Jetzt. Ja, ja. Ich sehe halt schon fast gar nichts. Wie ist das denn bei euch, wenn ihr noch meinen Regen in euer Gesicht bekommt? Das ist ja noch häsiger. Fahr mal gerade aus und nicht so links, rechts wie so ein besoffener. Oh. Ja, das ist Renntempo gerade. Ja, wirklich jetzt. Ich mach keinen Spaß. Ich kann nicht schneller fahren. Ich fahre jetzt gerade wirklich so, wie ich das. Ich sehe gar nichts. Ja, ich weiß. Alter, ich dreh mich fast. Fast? Wie kann man sich. Ja, lass mal, ich will mal testen, ob ich was sehe. Alter, das ist ein Ernst. Alter, ich hab's nicht hochgestellt. Du bist so ein Bob. Und ich wette, du hast es hochgestellt. Extra. Ich hab's mit Absicht gemacht, ja. Ich bin so ein toller Typ wie Mike. Ja, mal pranken kann man doch auch mal. Ich hab's immer hochgestellt und bin hier dann leicht draufgefahren. Geil. Das ist ja toll, oder? Wieso werde ich dafür eigentlich disqualifiziert? Ja, du, das war ein regelwidriges Überholen. Hä? Ich bin auf der Strecke stehen geblieben. Oh. So geil. Alter, ich weiß noch, gestern waren diese Startampeln gefühlt 3 Minuten lang. 3 Minuten, oder? Ja, mindestens. Oh, weißt du, was jetzt richtig lustig wird? Wenn Micha in den Teamspeak kommt, weil wir um 18 Uhr ja den Termin haben. Ja, ich kann nichts dafür, dass du immer verspätet bist. Und wir dann noch fahren und er so denkt so, hä? Warum moven die mich nicht? Er sieht ja bei Steam, was wir machen. Ja, oder? Ja. Wahrscheinlich ist es so schlau, danach zu schauen, ey. Sorry, oh, Micha, du bist ein cooler Typ. Okay, ich wünsche dir trotzdem viel Glück. Ja. Du kannst gerne vor, weil du fährst ja wirklich schneller. Aber dann ramm ich bitte nicht weg, okay? Nein. Ich ramm dich auch nicht weg. Und ich ramm mich hoffentlich selber auch nicht weg. Dein Start war nicht so mega, ne? Meine auch nicht. Alter, also meiner, deiner, nicht, unser. Wow, der rammt mich! Ich schlitter über die Strecke. Ich werd gedreht. Ich dreh mich. Ich auch. Ich geh weg von der Strecke. Ich muss weg hier. Roter Frontflügel. Wehe, die rammen mich. Ich hab, glaube ich, einen gelben oder so. Ich weiß es nicht. Wir sehen geringfügige Schäden am Frontflügel. Ja, gelben hab ich. Ich hab rot. Wo bist du?
Platz 6. Geil, ich bin 14. Regelwidriges Überholmanöver. Lass dich wieder zurückfallen, sonst werden wir bestraft. 15, 16. Junge, lol, wie langsam ich bin und ich sehe nichts. Alter, ich wurde von Ferrari und von Red Bull einfach weggetreten. Das ist ja richtig häsig. Ja, ich musste ausweichen, aber ich hab's nicht geschafft. Nicht geschafft, auszuweichen? Ja, nice. Doch, also ausgewichen bin ich, aber ich bin... Da war halt so viel Wasser, dass ich gar nicht bremsen konnte. Alter, ich sehe null. Ich überhole jemanden. Ich auch. Was ist das denn? Wie geht das? Alter. Oh, ich rutsch. Ist das schwierig, den Wagen hier unter Kontrolle zu halten. Okay, ich muss sowas von 13 Mal in die Box gehen. Es ist so schwierig, den Wagen unter Kontrolle zu halten, finde ich. Ist das häselig, ey. Ist das häselig. Ich dreh mich. Oh Gott. Ja, nice. Ich muss an die Box, ich fahr jetzt an die Box. Scheiße. Ja, ich würde auf Intermediates wechseln. Ja. Mach ich. Ich wechsle. Schlechter auf Start, sagt er mir gerade. Nice. Echt? Hä? Illegal, oder? Illegal. Rennkommission. Oh Gott, die Boxen einfach. Dann hat er zu mir gesagt, ich hätte irgendwas Illegales gemacht. Es stand da illegal. Ich weiß nicht, was das war. Er hat zu mir irgendwas Illegales gesagt. Also, dass ich was Illegales gemacht hätte. Lol, hä? Da war nichts und ich habe einen Frontflügel geschaden. Schau, ich habe irgendwie so ein Tier umgefahren oder so. Oder da stand einer, den ich nicht gesehen habe, bei Reifen. Ich habe einen komplett roten Frontflügel, ich drehe mich. Mir fährt jemand drauf. Verwarnung, Kollision. Ich muss auf jeden Fall in die Box. Ja, ja, mit so einem roten Frontflügel geht hier gar nichts. Ich habe einen roten gerade. Ja, hatte ich auch. Ich konnte nicht mehr bremsen. Alter, das ist ein Scheißrennen, ich habe so keine Lust mehr. Und ich war im Qualifying ja so gut eigentlich. Ich rutsch so weg. Ich hoffe ja, nur, dass mir keiner den Reifen wegfährt. Okay, Box, nee, dich lasse ich nicht vorbei jetzt. Ich musste welche vorbeilassen. Ich war nur noch 9. als ich in die Box gefahren bin, weil ich gar nicht mehr konnte. Ich werde wahrscheinlich wie Letzter hier. Safe bin ich Letzter. Ich bin Letzter. Ja, ja, aber wenn ich in die Box gehe, nicht mehr. Ja, ich bin auch total lang. Auch in den ersten Kurven hatte ich ja schon den roten Frontflügel. Ja, das wird ja sich egal. Von der Zeit bei uns nicht wirklich was nehmen. Doch, doch. LOL! Giovinazzi, Alter! Was für ein Arschloch. Ich fahre ihm wieder drauf, ich drehe mich. Aber ich habe mich besser gefangen als er. Ich habe ihn überholt. Halbwegs zumindest. Ich kick einfach jeden Gras. Ich krieg nur Verwarnung. Ich mach, ja, töte ihn bitte. Ich mach illegalen Scheiß grad. Illegal. LOL, ich schieb Ricardo. Ich bin außerhalb der Strecke. Mal ja, wieder. Das bin ich also ganz ja, ich auch. Ich weiß gar nicht, wie man bei dem Wetter auf der Strecke sein kann. Okay, ich hab die ausgebremst nochmal, du kommst gut ran dadurch. Okay, ich bin in der Box. What the fuck? Aber du bist gar nicht viel schneller als ich. Fährst jetzt an mir vorbei. Apropos, man darf in dieser Strecke nicht so oft an die Box. Ja, erstmal dreimal in die Box fahren. In der ersten Runde gleich dreimal. Geil, ich fahre jetzt aus der Ding, also die haben bei mir 9,3 gebraucht. Ja, bei mir irgendwas mit 8, glaube ich. Und ich muss da auch noch warten, okay, dass Ricardo vorbeifährt. Wahrscheinlich fahre ich ihm jetzt instant drauf. Direkt runter von mir. Das wäre richtig geil. Gott, Alter, was passiert hier? Immerhin haben wir nur 27 Runden, das motiviert mich so hart. Schade, ich hätte gern mehr. Mhm. Ja. Die Strecke wird besser. Ich weiß auch nicht, wie die noch schlechter werden soll.
Ja, also schlechter als das gerade geht wirklich nicht. Ich sehe nichts mehr, ich bin jetzt hinter Platz 17. Ich sehe gar nichts. Dieses Spiel ist so cool. Ich will eigentlich an Ricardo so schnell wie es geht vorbei. Wir werden allen so schnell wie möglich vorbei. Oh, das war nicht illegal? Doch, das war illegal. Ey, bei mir stand wirklich das Wort illegal. Ich weiß nicht, was die gemacht haben in diesem Spiel, aber es stand illegal da. Okay, ich habe Ricardo überholt. Er sagt mir, ich bin jetzt einen Platz weiter Kollision, vorn. Kollision, Rennkommission. Rennkommission! Ja, ist doch auch so, die soll mal was machen. Die Strecke ist kaputt, hallo, wir dürfen nicht fahren. Es ist gefährlich. Das ist eigentlich voll lebensmüde, was wir gerade tun, ne? Ist es auch. Mit solchen... Alter, als ob du das schnellste Runde gefahren bist gerade. Ich werde wahrscheinlich gedrängt, aber ich überhole ihn trotzdem, weil ich ein guter Fahrer bin. Er sagt mir gerade, die Strecke ist nicht gut, aber echt? Er würde auch nicht auf andere Reifen wechseln. Cool, oder? Dass die Strecke nicht gut ist, das hat mit den Reifen eigentlich nichts zu tun. Nein, ich habe ein Game. Ich dreh mich. Aber ich habe mich wieder gefangen. Es kostet halt jedes Mal 12 Minuten Zeit. Aber das ist ja egal. Zeit spielt hier keine Rolle in diesem Spiel. Nee. Wenn du jetzt links den gelben Frontflügel, mal gucken, ob der irgendwie groß was ausmacht. Alter, mir hat er gerade angezeigt, ich bin 23 Sekunden schneller als meine beste Runde. Nice. Was habe ich denn für eine scheiß Runde gefahren bisher immer? Richtig gut. Er hat mir gesagt, die Reifensituation ist interessant. Das ist ja geil. Klar. Ich finde das gar nicht interessant. Ich auch nicht. Ich finde das einfach nur häselig. Ja, ich auch. Jetzt bin ich nur noch 21 Sekunden schneller. Schade. Schade, ja. Schlecht. Na, schon scheiße, ja. Ne, meine beste, das kann sogar echt stimmen. Meine beste Zeit ist 2 Minuten 20. Also ist meine Zeit nicht gut. Echt? Das hätte ich so nicht gedacht eigentlich. Junge, hier dauern halt die Runden 2 Minuten, das ist so dull. Ja, also wir. Dadurch, dass halt jetzt wirklich Regen ist wieder, brauchen wir wieder so viel Zeit. Und ja. Wir starten auf jeden Fall später mit FM. Außer der Regen macht jetzt zack weg. Energie ist zum Ausgeben da! Okay, jetzt bin ich eine 1,58,1 so, gefahren. Ich hab ERS gefühlt. Ja, ich hab's nicht rausgepovert gerade. Ich wollte erstmal die geilen Reifen warm fahren. Ich drift gerade. Also ich bin gerade um die Kurve gedriftet. Gut! Also ich hab's gut gemacht. Aber. Ja, gut. Ja, wirklich. Ich hab eine alternative Strategie. Was? Ja. Ich soll jetzt an die Box gehen und auf Intermediates wechseln. Ehrlich? Ja, ich mach's aber noch nicht. Guck erst, was die anderen machen. Mach doch nicht. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich meinen Flügelschaden reparieren will. Also dann, Leute, seht ihr zwei Taktiken. Ich werde auf Intermediates wechseln. Und du halt nicht. Auch nicht schlecht, dass man mal die Taktiken müssen sieht. Ja, noch nicht. Also, aber ich mache auf jeden Fall Flügelschaden reparieren, mache ich gleich an. Was ist ein Flügelschaden? Ja, leider. Was ist im Spiel? Hier habe ich leider keinen Flügel. Apropos, nicht so oft an die Box fahren. Ich war jetzt innerhalb von 5 Runden 2-mal. Das bockt auf jeden Fall. Aber ich merke schon, die Strecke wird richtig gut jetzt gerade. Okay, sind alle an der Box. Ich drehe mich. Nicht ganz. Die Frage ist halt jetzt wirklich, ob ich
trotzdem mit den Regenreifen noch schneller bin als die anderen mit Intermediates. Ja, das kannst du jetzt dann gleich sehen. Du hast, es ist doch cool, zwei unterschiedliche Strategien zu sehen. Ja. Naja. Also das wirst du jetzt gleich sehen dann. Weil ich bin ja jetzt, dass du schlecht bist. Platz 2. Oh, ich gehe jetzt an die Box. Ich hab's gesehen. Ja, geiler Typ. Aber du bist jetzt ganz vorne, du kannst sie jetzt auch noch aufhalten. Auf Platz 2 bin ich. Okay. Ich hab grad einen gerammt in der Box. Also das ist noch eine alternative Strategie. Die wollen es dir halt nochmal vorschlagen. Du hast noch einen Boxenstopp. Ja. Ein Boxenstopp noch mit dieser Strategie. Die sagen so, Alter, ist der Dull direkt nochmal vorschlagen. Ja, ich glaube, Intermediates ist besser auf jeden Fall. Deutlich. Leclerc, ich komme nicht von Leclerc weg. Ja, aber bremsen Sie bitte dann diese Runde aus, wenigstens. Ultra bitte. Komplett original, okay. Ja, bitte, wirklich. Weil ja, wenn du eh nicht wegkommst, dann bleib einfach halb stehen. Ja, ich muss ja selber. Und die anderen ja wieder ran. Das ist ja scheiße jetzt. Die anderen. Der Regen wird in etwa 10 Minuten abklingen, also versucht da draußen konzentriert zu bleiben. Okay, er sagt mir gerade, der Regen wird abklingen. In 10 Minuten. Intermediates sind in Ordnung, hat er mir gesagt. Also ich glaube, man wechselt safe nochmal auf Trockenreifen. Hätte ich am Anfang nicht gedacht, aber okay. Ja, jetzt, hätte ich am Anfang gedacht. Jetzt, Alter, ich werde wieder außerhalb der Punkte sein nach dem Boxenstopp. Ja, klar. Lol, ich habe gerade welche gesehen, die auf blau wechseln. Was? Da standen gerade blaue Reifen. Ah, okay, da war wieder mal ein Anzeigefehler, wie man es nicht anders kennt. Von Bugmasters. 9 Sekunden, geiler Boxenstopp. Sorry. Bist noch in der Box, ne? War gerade raus. Ja, Boxengasse halt. Und jetzt Platz 12. Nice. Bin jetzt Startziel. Ey, jetzt schon Runde 7 zweimal an der Box. Ja, ja, sag ja, das ist ultra doll. Ich muss jetzt hier mal meinen Vorteil muss ich jetzt mal ausspielen, dass ich auf dieser Strecke gut bin. Bin ich mal gespannt. Ist er gespannt. Ich würde es gern sehen, also weil wir die Punkte brauchen. Ich bin im Regen halt schlecht, das ist so mein Problem, aber an sich bin ich auf der Strecke gut. Und Intermediates geht noch. Auf jeden Fall besser als KI. Intermediates geht noch. Im Regen bin ich eigentlich auch nicht so schlecht. Ist halt jetzt Kühart wieder hier. So ein Off-Row einfach. Ich hab den Bottas vor mir. Der ist auf Platz 11. Finde ich schon mal gut, dass er so weit hinten ist. Okay, Kühart ist jetzt nicht mehr hinter mir, vor mir, sondern hinter mir. Sehr gut. Reife Leistung. Come on. Habe ich Giovinazzi hier. Ich hatte plus 0,5 Runden am Anfang des Rennens und bin jetzt schon wieder im Minusbereich und bin gerade auch schon auf Mager gefahren. Das ist so häselig. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Ich weiß nicht, was du machst, aber ich. Ich hatte irgendwie plus 0,0. Überhole Bottas und sehe gar nichts. Und jetzt habe ich plus 0,3. Giovinazzi bremst so hart. Der bremst mir gerade die schnellste Runde aus. Aber ich bremse ihm seinen Platz aus. Tschö. Ö mit Ö. Okay, wir müssen jetzt irgendwie. Oh, auch noch doch, was die schnellste. Mit einer geilen Boxenstrategie machen. Ja, ja, die Box müssen wir jetzt auf jeden Fall ausnutzen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also da müssen wir was Gutes machen. Ich bin halt bloß Platz 15 und ich habe gerade schon zwei überholt. Also ich war wirklich weit hinten. Du bist aber hinter dem ganzen Pulk, ne? Das ist gut. Ja. Die sind, das sind richtig viele. Ja,
weiß. Da will ich auch hin. Aber ganz flott. Bis Platz 7 ist da gerade alles. Ich bin gerade auf Platz 10. Oh Gott, 5-fach Überholmanöver. Als ob da nur bis Platz 7 ist. Ich fahr dir gerade zu dritt durch die Kurve. Das riecht richtig geil. Alter, das geht gleich so schief. Ich dreh mich nicht. Ich drifte um die Kurve und überhol sie zu zweit. Lol. Kein Schaden, Alter. Der hat mich gerammt, dadurch bin ich in den Drift gekommen und bin an den beiden vorbeigeschlittert. Wie geil war das denn, Junge? Filmreif. Filme. Zeit, etwas Ladung zu verbrauchen. Erhöhe den ERS-Einsatz. Alter, er sagt mir so oft das mit dem ERS. Ich hab das schon im Blick, Kumpel.